Ja, und damit begrüße ich euch zurück bei God of War. Gehen wir nochmal tiefer rein. Ne, brauchen wir eigentlich nicht, ne? Ui. Ui. Das war ein Blutbad. Sagt, nö, brauchen wir eigentlich nicht, und zack, hat er was gefunden. Ach, das war, ja, jetzt weiß ich wieder. Sonst hatten wir alles gemacht hier drin. Nur die hatten wir übersehen. Geht ihr zwei jetzt rein oder was? Wieso wollen wir rein? Mal eben. Rückeilen, Landungsminen treffen. Da ist das. Wo können sein verstummen Freund an Wali zu finden? Dann brauchen wir doch da hinten nicht mehr rein. Junge. Ich grad. Dumm. Unser Boot war da unten. Kommen wir zurück. Ich wüsste jetzt mal gern, ob man den Teil von Brooks also, da gefallen nur hier hätte trickern können. Oh, das war eine außergewöhnliche Gräueltat. Als ob die Heirat nicht schon Strafe genug war. Freya war besser zu ihm, als er es verdiente. Sie ertrug die schlimmsten Demütigungen. Und das alles nur, um ihr Volk in Frieden und Sicherheit zu wissen. Doch Odins Wahnsinn, seine Tyrannei, seine Korrumpierung ihrer Magie, es wurde einfach zu viel und schließlich verließ sie ihn. Oder ich erzähle dir die Geschichte später. Wie können wir die Dinger öffnen? Mal gucken gehen hier. Ach so, Axt wieder rufen.
wollte gerade sagen, ich habe hier irgendwo. Aufgang gesehen. Was hier nicht runterziehen nehmen? Ach, das ist ein anderes Tor. Naja. Hier ist das Tor. Doch ein anderes Tor gewesen. Alle Durchgänge, die man aufmachen kann, schon mal aufmachen. Machen die Nachtelben denn jetzt hier? Ich jetzt auch wieder. Nur noch einer. Was?
Hey, ich bin doch am... Komm schon. Da war er. Da war er. So. Okay, hier waren wir auch schon. Das weiß ich noch. Aber da kam man damals nicht weiter. Vielleicht kommen wir ja jetzt weiter. Mach dich bereit! Das wäre dann erledigt. Jetzt. Kriegen wir dich denn weg hier? Ba-ba-bum. Stimmt, war hier nicht irgendwo ein Odin ins Auge? Da oben. Okay. 30. Ach so, hier sind wir. Die Runen habe ich auch noch nicht gefunden. Ja, ist verschlossen, weiß ich. So, dann ist es ja jetzt nur noch da hinten. Gucken, wie wir die Dinger wegkriegen. War es von hier aus? Nein. Atreus, folge mir. Kann ich die Axt werfen? Eigentlich schon, während ich das Tor hochhalte.
erstmal unten halte. Okay. Ach, hier wollte ich gar nicht hin. Da sind die Runen. Man muss die Dinge nur irgendwie aktivieren. Das können wir noch nicht. Hallo? Statt höher zu gehen. Beziehungsweise ich muss nicht nur höher gehen. Okay, ich habe gedacht, vielleicht kann man es hier irgendwie aktivieren. Aber ne. Also die Fähigkeit, dass wir die benutzen können. Aber ne, geht noch nicht. Das heißt, wir kommen wieder. Junge, bei Fuß. Sie konnte Odin schließlich nicht mehr ertragen und verließ ihn. Odins Zorn war immens und er verfluchte sie weit schlimmer, als sie je geahnt hätte. Aber ihre Magie war stärker als seine. Nach so langer gemeinsamer Zeit kannte er ihre Schwächen und nutzte sie aus, um Flüche zu ersinnen, die sie nicht brechen konnte. Oh, wie Midgard nicht verlassen zu können. Schlimmer noch, er raubte ihr ihren Kriegergeist. Freya kann nicht kämpfen, nicht einmal zum Selbstschutz. Sie darf keinem Leben diesen Leid antun, weder durch Schwert noch durch Magie. Weißt du was? Ich erzähle sie dir später. Feuer hinter dir! Sei doch froh. Da ist er auf. Oh. Was haben wir denn hier? Normales Tor? Ja. Echt jetzt? Ich konnte da nicht vorher hochklettern.
Ah, hier sind wir. Gut. Das Potenzial, Junge. Und da sind wir reingerutscht. Oh. Guck da mal. Der siebte. Hier, Junge. Noch eins. Dies hier ist Thrym, ein Frostriesenkönig. Korrekt. Und zwar ein sehr listiger. Ist das Mjölnir? Hat er Thors Hammer gestohlen? Ja, eine Zeit lang. Viele von ihnen wurden von Thor getötet. Na sowas. Trau dem Frieden ja so nicht. Was sind wir denn hier? Ja, ich sagte ja, ich trau dem Frieden nicht. Aua! Ach komm schon! Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Kann es doch gar nicht sein. Wer war denn hier?
Da lang ging es weiter. Der war eigentlich gar nicht so schwer. Komm schon. Fortschritte. Puh. Ah, jetzt kann ich es lesen. Aber ist es ein Name? Kara. Wow, der Name hat sie entfacht. So heißt eine der Walküren. Äußerst seltsam. Okay. Wieso neues Dock gefunden? Wir waren doch hier schon mal drauf. Nur weil das jetzt eine Etage tiefer ist. Kriegergeist? Ja. In einer so kriegerischen Welt bleibt ihr nur das Leben in Isolation. Arme Freya. An ihrer Stelle hätte ich dich wohl auch angespuckt. Ja, Junge. Ich. Ah, Stärke. Wow, unter Wasser war noch ein weiteres Schiffswrack. Schon gesehen. Eisenbucht.
Feuer vergessen. Komm schon, kleiner Penner, du. Nein! Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Mensch, treff doch! Ja, genau doch. Schon hier. Ja, klar doch. Puh. Was haben wir denn da? Brandzauber, Brandschaden. Ein vergessenen Herz. Sieh her. Sieh eine Schatzkarte. Eine Schatzkarte, toll. Warum die anbeten, die von anderen geschaffen wurden? Ich verehre Buri, den ersten unter den Göttern und Vater der Asen. Ich habe ihm zu Ehren ein Tribut auf der Insel gelassen. Da wüsste ich jetzt im Moment nicht, wo. Das sein soll. Ah! Na gar nicht.
war's hier. Das war es hier hinten. Schein mit einer Riesenfrau, mit vielen Büchern und Visionen. Ah, du, Hüterin des Wissens. Sie war eine begnadete Zauberin, die in allen Welten jedes Buch über geheimes Wissen sammelte, in der Hoffnung, ihre seherischen Kräfte zu stärken und ihren verschollenen Gemahl Aurvandil wiederzufinden. Wir machen später weiter. Okay. Da war nichts drin. Oh, kein Gegner. Mimir, du hattest doch eine Geschichte begonnen. Die Zauberin Groa hatte viel geheimes Wissen gesammelt, um damit ihre Sehergabe zu stärken und ihren verschollenen Gemahl wiederzufinden. Doch ihre Visionen zeigten ihr nicht ihren Gemahl. Denn Groa, die länger und weiter in die Zukunft sah als jeder vor oder nach ihr, erblickte Ragnarök. Das Ende und den Anfang. Als Odin von ihrer großen Prophezeiung erfuhr, machte er sich daran, ihr Wissen für sich selbst zu erlangen. Odin hatte Groas Dienste schon oft in Anspruch genommen und empfing ihn wie einen Freund in ihrer Bibliothek. Sie ahnte nicht, dass Odin selbst hinter dem Verschwinden ihres Gemahls steckte und mit seinen eigenen Zaubern vor ihr geheim hielt, dass Thor ihn getötet hatte. Lächelnd packte der neidische Odin sie am Hals und raubte ihr mit eigenen Händen nicht nur ihr Wissen, sondern nahm ihr auch das Leben. Ich wusste ja, dass Odin böse ist. Aber das ist einfach... Skrupellos, barbarisch, herzlos. So ist Odin. Wir könnten noch lange hier sitzen und schweigend darüber nachsinnen, zu welchen Gräueltaten Odin fähig ist. Und so... Denk weiter nach. Wieder gegangen. Nummer eins schon mal. So kann man die Barriere dann auch sprengen. Um hier den Sprengsatz da unten.
denn jetzt? So. Haben wir den Bereich auch. Ja. Gesäubert wollte ich gerade sagen. Nee, haben wir nicht. Sieh her. Ja. Wer das wohl geschrieben hat? Keine Ahnung. Mich interessiert gerade viel mehr, wie wir das zerstören können. Was von unten sehen? Nicht so gedacht. Mal weiter gucken. Da geht's noch hoch. Ah, okay. Ach, das ist auch ein Aufzug, glaube ich. Nicht kämpfen, nicht kämpfen. Okay. Wo ist das Rad? Da.
sind wir aber ganz so anders, wie wir eigentlich hin wollten. Oh, noch so einer. Jetzt haben wir keinen Auferstehungsstein mehr. Bye. Ich will zum Boot zurück. Glänzen da noch. Ach, hier sind wir jetzt wieder. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt kommen wir darüber. Oder wir könnten hier. Axtknauf. Bonus Aktivierungschance auf eine Frostexplosion. So, das wäre das gewesen. Jetzt gehen wir zu dem anderen Schiff.
Bereit machen! Mal was? Denn der hat uns bis jetzt noch nicht einen Treffer zugefügt. So, wie wir die Truhe, wie es mir scheint, befreien können, oder die hier, sehen wir in der nächsten Folge. Die Zeit, sie rennt wieder einmal davon. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Sage und vielen Dank für euer Interesse und schön, dass ihr dabei wart. Ja, bis zum nächsten Mal dann. Arrivederci, winke, winke und goodbye. Euer, dein Aiden Croft.